Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Aufstieg zu 5D bis zum 21. Dezember 2020. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 7. August 2020. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir erwarten von euch allen, dass ihr in der Entwicklung eures Bewusstseins für den Rest eures Kalenderjahres 2020 Riesenschritte nach vorn macht. Wir erwarten jedoch nicht, dass ihr bereit seid, am 21. Dezember diesen Jahres aufzusteigen. Ihr habt noch eine längere Reise vor euch, und so muss es auch sein. Das ist auch auf der Seelenebene so, wie ihr es euch wünscht. Auf der Ebene des Egos scheint der Aufstieg bis Ende 2020 natürlich eine sehr gute Idee zu sein. Viele von euch haben schon seit geraumer Zeit auf den Aufstieg gewartet. Ihr habt darauf gewartet, dass eure Mitmenschen bereit sind, diesen Sprung mit euch zu machen. Und doch ist die große Mehrheit der Menschen noch nicht bereit. Manche Menschen schauen sich ihre Mitmenschen an und denken, es wäre in Ordnung, wenn es der großen Mehrheit der Menschheit nicht erlaubt wäre, mit den Rechtschaffenen aufzusteigen. Und wir sehen das als eine sehr biblische Sicht, eine sehr dreidimensionale Sicht dessen, was der Aufstieg wirklich ist. Beim Aufstieg geht es darum, eure Bewusstseinsebene anzuheben, was bedeutet, dass ihr niemals einen anderen Menschen zurücklassen würdet, nicht von dieser Bewusstseinsebene aus. Ihr würdet alles Leben als kostbar ansehen, alle Wesen als verdienstvoll für den Aufstieg, denn jeder, der schreckliche Dinge tut, spielt nur diese Rolle, damit diejenigen von euch, die aus dem Licht kommen, vergeben und bedingungslos lieben können. Daher wisst ihr, dass ihr die Bewusstseinsebene erreicht habt, die ihr erreichen wolltet, während ihr euch noch in einem dichten, auf Kohlenstoff basierenden physischen Körper befandet. Ihr müsst den Einsatz erhöhen. Es steht viel auf dem Spiel und andere Seelen haben sich bereit erklärt, die Rolle der Dunkelkräfte zu spielen, um euch diese Möglichkeiten zu geben. Es wäre nicht sehr fünftdimensional von euch, wenn ihr einfach die Hälfte der Menschheit zurücklassen würdet. Deshalb laden wir euch ein anderes Buch der Offenbarung mitzugestalten, ein anderes Ende der Geschichte des Lebens auf dem dritt- und viertdimensionalen Planeten, der als Erde bekannt ist. Wir laden euch ein, eure Mitmenschen als diejenigen zu sehen, zu deren Rettung ihr da seid, zu deren Erhebung ihr da seid, zu denen, die ihr mit so viel Liebe überschüttet, dass sie nicht anders können, als sich ihre Herzen aufbrechen zu lassen, damit auch sie die Reise des Aufstiegs mit euch genießen können. Ob es euch gefällt oder nicht, jeder andere Mensch auf eurem Planeten ist ein Teil von euch. Sie repräsentieren etwas, das auch in euch existiert, und wenn ihr sie nicht umarmen könnt, könnt ihr nicht vollständig euer wahres Selbst werden. Und ihr werdet euer wahres Selbst werden wollen, wenn ihr aufsteigt und nicht das fragmentierte Du, das aus einem karmischen Gefängnis entkommen will. Also ja, wir sind uns all der Geschichten bewusst, die es zu diesem Zeitpunkt da draußen gibt, und wir sind uns auch bewusst, wer hinter der Verbreitung dieser Geschichten steht. Eine Menschheit, die gespalten ist, ist leichter zu kontrollieren, leichter zu manipulieren, und ihr seid diejenigen, die sich über all das erheben, die Menschheit vereinen und all eure Mitmenschen mit auf die Reise in die fünfte Dimension nehmen. Und nein, die Reise wird nicht auf einem riesigen Raumschiff stattfinden. Sie findet auf dem Schiff statt, auf dem ihr euch gerade befindet, dem Planeten Erde.
dem Planeten, den ihr in ein Paradies verwandeln sollt, in den Himmel. Ihr seid diejenigen, die sich entschieden haben, diese Rolle zu spielen. Und wir sind hier, um euch auf jede erdenkliche Weise zu unterstützen. Wir sind der Arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.